Willkommen zurück bei Space Engineers im Survival-Modus. Hier ist wieder Fabi und dabei ist immer noch der Bentor. Hallo. Ja, der schiebt mich. Ich habe leider, dadurch, dass ich gestorben bin, mein Gewehr verloren. Oh, das wolltest du nicht. So, ich glaube, jetzt wirft er gerade Eisen aus, so wie es aussieht. Also gut, ich guck mal, was wirst du für eine Batterie brauchen. Das ist natürlich falsch, wenn ich eine Batterie bauen will. Doch, eigentlich ist das richtig. Denn wenn ich jetzt hier auf großen Block gehe und nehme mir hier die Batterie, dann sehen wir, okay, uns fehlt jede Menge Nickel und jede Menge Eisen dafür. Den Rest haben wir eigentlich auf Lager. Und das Gute ist, dass Nickel und Eisen gerade hier aus dem Schiff in die Raffinerie geworfen wird. Und eigentlich müsste man das bauen können, weil die Raffinerie hat es schon produziert. Haben wir keine internen Panzerungen mehr? Nein, wir haben gar nichts mehr. Dann sollten wir welche produzieren. Ach du Scheiße, braucht man dafür viele Bauteile. Ja, ich hält. Moment. Ich hätte vielleicht nicht 10 Stück in Auftrag geben sollen. Ja, wieso kann ich jetzt nicht demontieren? Eine Batterie will ich bauen. Da braucht man aber trotzdem jede Menge Bauteile dafür. Für so eine komische Batterie. Aber vielleicht löst die ja das Problem mit den Solarzellen. Wir bräuchten interne Panzerungen. Du hast recht, wir müssten ein Schiff kapern. Ja. Ist aber leider keins da. Wieso ist der Beacon jetzt aus? Mach ihn wieder an, du hast wieder ein Bild gemacht, oder? Ja. Sonst finden wir nämlich nie mehr nach Hause. Moment, wo ist er denn? Moment, ist an. Wenn der drin verwundbar ist. Okay, dann braucht er natürlich einen Haufen Strom hier. Weil den Radius erhöht. Das Schiff ist fertig, ja. Gut. Dann kann man das ja mal wegfliegen. Den Auswurf wieder ausmachen. Wir fliegen mal davor. Wo es hingehört, das Teil. Aber das ist irgendwie keine gute Idee gewesen, das aus leichter Panzerung zu bauen. Müssen unbedingt ein Schiff kapern. Ja. Mining Transport. Oh, Mining Transport. Böse. Ganz böse. Ja. Ich glaube, das kriegt man nicht hin, den zu entern. Soll ich es versuchen? Ich habe es ja schon mal geschafft. Ich begleite dich. Aber vorher mache ich mein Inventar leer. Er ist weg, oder? Nee, erst. Ah nee, da oben ist er. Hat sich nur gerade gedreht bei mir. Ich mach mal schnell noch mein Inventar leer. Ich habe nämlich noch jede Menge wertvolles Uran. Ein paar Komponenten. Jetzt kann ich dir folgen zum Mining Transport. Kann mir gerade Wie langsam bist denn du? Ja, ich hab jetzt ich hab jetzt Gas gegeben. Also ich hab meine 111 Meter pro Sekunde erreicht. Ich auch. Und das Ganze ohne Jetpack. Jetzt. Immer schön ohne Jetpack fliegen. Energie sparen. Geht das überhaupt? Boah, geht. Sieht cool aus.
wenn man so ohne Jetpack durchs Weltall treibt. Okay. Ich gehe jetzt zum Angriff über. Wo bist du? Wenn ich das schaffe, dann... dann bin ich zufrieden. Bremsen. So, so ein Mining Transport ist ja auch arschlangsam. Ah ne, das ist der Mining Hauler. Was ist denn der Mining Transport? Das lange Teil. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ewig her, dass ich so einmal hatte. Da hatte ich aber auch die Waffen deaktiviert. Der ist gar nicht böse. Sicher? Der ist überhaupt schießt nicht. Das auf 800 Meter. Der schießt überhaupt nicht auf mich. Der hat überhaupt keine Waffen. Was? Der Mining Transport hat doch Waffen? Nee. Jetzt erzähl mir doch keinen Mist. Der hat keine. Der hat nicht auf mich geschossen. Okay. Du hast recht. Er schießt nicht. Ja, ne? Ach, das ist der Mining Transport. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. So ein Teil hatte ich noch nie. Doch, der hat Waffen. Das sind zwei Gatlings. Oh, ja. Die visieren uns aber nicht an, glücklicherweise. So, ich mach mal hier aus. Warte mal, wo war hier das Cockpit bei den Dingern? Ich sehe es gerade, aber ich glaube, man musste von hinten. Ey, Du bist in mich reingeflogen. Ich suche den Eingang, weil ich weiß nämlich, wo er ist. Oh, das war jetzt etwas zu viel. Ich habe ihn. Yes. Au. Au. Nein. Oh, mein. Oh Gott. Zum Glück sind die Waffen irgendwie buggy gerade. Denn hier steht ein Turret. Ich kann schon wieder nichts abbauen. In der Tür. Ich hab ihn. Du hast ihn? Ich kann nichts ab. Von dem Schiff. Ich bin ins Cockpit reingeflogen. Da gibt's eine Tür. Ich weiß, aber die ging nicht auf. Also irgendwas ist bei dir kaputt. Also ich hab ihn. Wo ist jetzt die Base? Base, wo bist du? Ah. Gott, ist der träge. Wow, ist der träge. Fabi Homebase, okay, hier vorne sind wir doch. Wo ist mein Fadenkreuz? Man weiß es nicht. Okay. Das Fadenkreuz ist vorne, ganz einfach. Und wenn ich den natürlich verkehrt rumfliege... Wahrscheinlich haben schon einige der Zuschauer Facepalm gemacht. Ach ja. Das kann jetzt dauern, wenn ich mir so die Beschleunigung von der Kiste anguck. Das Bremsen wird lustig. Ganz sicher. Also anscheinend haben sie bei den Waffen irgendwas verbockt. Wo sie die Fraktionen eingeführt haben, kann das vielleicht sein? Das kann sein. Hier ist eine unvollständige Raffinerie dran. Es kann vielleicht daran liegen, dass ich vielleicht der Host vom Spiel bin. Dass du da nichts machen konntest. Weil Besitzer von dem Ding war nämlich erstmal niemand. Hm. Sieht aber echt ganz cool aus hier. Zwei Reaktoren sind dran. Dann sind hier Verbinder zum Andocken. Was haben wir so im Inventar von dem Ding? Wir haben 15 Gold. 881 Silizium. Munitionskisten. Magazine.
Und in Reaktoren ist jede Menge Uran. Was hört man doch gern. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Also jede Menge, 22 Uran ist drin. Okay. Aber wir kriegen jede Menge Teile, wenn wir dieses Ding zerlegen. Da kannst du gleich mal... Bist du an der Basis schon wieder? Ja, ich bin wieder an der Basis. Dann kannst du gleich mal das gelbe Schiff nehmen. Das kleine. Oh. Und kannst da den roten Aufsatz drauf machen mit den Schleifmaschinen. Oh. Okay. Weißt du, wie das geht? Ja, mit P nehme ich an. Nee. Du musst ins Menü. Okay. Über K. Und musst den Merge-Block-Schiff aktivieren. Also anmachen. Und dann ranfliegen an den Aufsatz von hinten. Und dann verbinden die sich automatisch. Oh Gott, immer noch 2,7 Kilometer. Ja, das Ding sieht cool aus. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ich werde das mal noch ausprobieren. Wenn mal so ein Mining-Hauler vorbeikommt, den müssen wir uns krallen. Weil da ist jede Menge Material drin und wenn man den zerlegt, ne, da wird man auch... kriegt man auch jede Menge gute Bauteile raus. Von den Haupttriebwerken hinten ist auch eins nicht fertig. Deswegen schiebt er nur mit 5 Düsen. Weil der sieht trotzdem cool aus. Schade, dass die Kreissägen sich nicht bewegen. Die bewegen sich doch. Echt? Also, oh lol. Die drehen sich. Da ist ein gelber Strich drauf. Da kann man gut erkennen, dass die sich drehen. So, wir drehen uns mal. Und ich würde sagen, ich schmeiß mal die Bremsen an. Mhm. Oh, der bremst eigentlich ganz schnell. Also kein Vergleich zum Beschleunigen. Also ich fliege mal noch ein bisschen näher ran. Bei mir dreht sich nichts. Vielleicht muss ich irgendwo ranfliegen dafür, aber das mache ich lieber gleich bei dem Schiff. Und ich habe irgendwie trotzdem Angst. Wo sind die Gatlings? Aus. Und... da stand doch irgendwo noch ein kleiner Geschützturm. Was ist denn der? Innenbeleuchtung. Interner Geschützturm da, den will ich auch noch ausmachen. Weißt du, was macht mir irgendwie Angst, wenn die Waffensysteme an sind? Woran kann das nur liegen? Ich vertraue dem Spiel noch nicht so ganz, dass der nicht irgendwann mal wieder anfängt, auf uns selbst zu schießen. Todesschiff. Boah, die großen Triebwerke, die brauchen so viel Saft. Also ich glaube, ich komme mal zu dir, weil das dauert ziemlich lang. Nö, ich fliege ja ganz langsam. Das Problem ist, dass der ständig überladen ist. Wow, was machst du da unten? Nicht? Wieso? Was soll ich machen? So, ich bin da. Mehr oder weniger. Du bist, ich muss aber erstmal noch das ganze Zeug ausleeren, was drin ist, okay? Ja. Du bist, wir sind ja gut. Wir sind ja gut beladen. Wieso ist eigentlich der Gravitationsgenerator aus? Was soll der Scheiß? Den mach mal nochmal an. Achso, das hilft dir nichts. Wenn ich jetzt das Uran rausnehme, ist ja der Spaß vorbei. Da unten ist noch ein Transporter. Hier ist ein großer Frachtcontainer. Da ist ein Transporter. Hol ihn dir. Ich hol ihn mir. Was mache ich eigentlich? Ich kann das doch so ziehen. Ich staub hier mal die ganze Munition ab. Na Schlawiner, wirst schon sehen, wenn ich wieder komme, was du davon hast. LOL. Bist du irgendwo geraten? Oder schwebst du da gerade einfach nur rum? Ich bin noch innen drin. Warum? Du bist drin? Bei mir schwebst du einfach durch die Luft gerade. Nö. Stehe ich vor dir? Ja. Okay. Du schwebst gerade durch das Schiff durch, ja? Oh.
Moment, ich muss die Trägheitsdämpfer mal wieder anmachen. Das ist das Problem. So, also ich habe alles leer gemacht. Jetzt bloß nicht sterben, sondern gleich zu unserer Basis und das Zeug reinpacken. So. Also das Uran kriegt die Basis. So, da sind jetzt 137 Uran drin. Das packt man in die Assembler, würde ich sagen. Hier ist Gold. Ja, was machen wir mit den Munitionskisten? Die packen wir mal in einen Frachtcontainer, würde ich sagen. War auch ein oder zwei Magazine dabei? Was? Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. Na, um gegen Pascal dann das nächste Mal nicht ständig zu sterben. Nee, ich wollte so nicht in den Assembler ziehen. Hier reinziehen. Ach, hier sind die Teile für unsere Batterie fertig. Das ist gut. Die ich ja irgendwann am Anfang der Folge mal in Auftrag gegeben habe. Ach du Scheiße. Assembler, bitte produzieren. Ich habe mal zwei Sturmgewehre produziert. Oh, warum das denn? Pascal wird sich freuen, wenn er wiederkommt. Die Tür, sie ist immer noch zu. Achso, ich krieg's jetzt aber momentan nicht in mein Inventar. Wieso ist die Tür zu? Welche Tür ist zu bei dir? Von dem Transporter. Welcher Transporter? Bei mir ist keiner. Mir kommt das immer so vor, als bist du in einer anderen Welt als ich. Das glaube ich dir so. So, wo bauen wir denn die Batterien hin? Schwebe ich mal zurück zu Fabian. Ach, so sieht eine Batterie aus, okay. Interessant. Verkehrt rum. Bauen wir die denn hin? Hier würden drei Stück hinpassen. Würde ich sagen, das nutzen wir auch, oder? Wenn da drei hinpassen. So, ich muss noch den Rest vom Material holen. Also ich packe mir mal eins von den Sturmgewehren ins Inventar. Ja, jetzt habe ich beide, das wollte ich eigentlich nicht. Ich pack's in den Frachtcontainer mit rein. Es sind auch noch zwei Magazine drin. Ausgezeichnet. Ein Gewehr habe ich ja selbst. Achso, du hast ein Gewehr? Deswegen habe ich mich gefragt, warum du das nochmal baust. Ich wusste nicht, dass du ein Gewehr hast. So, jetzt ist hier die Batterie. Moment, wie funktioniert die jetzt? Ich habe noch nie eine Batterie benutzt. Maximale Ausgabe 4 Megawatt. Benötigte Zufuhr maximal 4 Megawatt. Kann maximal eine Megawattstunde speichern. Das heißt, man kann eine Raffinerie 2 Stunden auf Batterie laufen lassen. Das ist gut. Jetzt sagen wir ihm hier aufladen. Aha, aufladen dauert 15 Minuten. Das ist Semi-Auto. Sets to recharge when stored power is zero. Sets to discharge when stored power is maximum. Okay. Jetzt verpassen wir dem Fabi mal einen Header. Nein. Aha, jetzt habe ich das System verstanden. Okay. Okay, der lädt jetzt hier die Batterien auf. Ich produziere mal interne Panzerung. Bis sie voll ist. Weil davon brauchen wir einige. Obwohl, wir schalten es in den Semi-Auto-Modus. Aber da funktioniert sie dann nicht mehr, okay. Ich mach davon mal 200 Stück.
Was? Also Panzerungen? Hm. Ja, Eisen haben wir ja noch. Ich würde eigentlich gerne noch eine Batterie machen. Wir haben ja eigentlich von allem noch genug da, um noch eine Batterie zu produzieren. Oder auch zwei sogar. Wir bauen mal noch zwei Batterien, damit unsere Basis gut versorgt ist. Damit auch, wenn hier mal der Strom ausfällt, alles gut ist. So, okay. Maximale Ladung in 14 Minuten. Ich lasse das dann noch offscreen ein bisschen weiterlaufen, bis die Batterien dann voll sind. Hast du schon alle Teile drin? Nee. Herstellung. Aber ich helfe dir mal ein bisschen beim Verschweißen. Ich brauche noch Herstellungs... Herstellungskomponenten habe ich keine mehr auf Lager, glaube ich. Wir haben 7, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen allgemein viel mehr. Das heißt, einer muss wirklich bei der nächsten Folge dann das den Mining Transport zerlegen. Da drüben das Riesenteil. Das geht eigentlich sauschnell mit dem Schiff, das ich gebaut habe, wo ich gerade nicht weiß, wo es ist. Da hinten hängt's. Also bei mir ist da ein gelber Strich auf den Schleifscheiben. Aber drehen tun sie sich nicht bei mir. Moment. Das prüfen wir nochmal. Drehen Sie sich? Nein. Achso, ich sollte vielleicht die Reaktoren noch anmachen. Jetzt drehen Sie sich. Ich werde nicht so nah ranfliegen. Anpassen. Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt offscreen mache hier. Das Ding zerlegen. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Oder macht das Pascal dann beim nächsten Mal? Ja, ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Wie weit ist denn der mit meinen Batterien? So, fast fertig. Oder aber ich zerlege, solange ich drauf warte, dass die Batterien aufladen. Geht das überhaupt in den Assembler rein? Ich glaube nämlich nicht. So, wir bauen mal noch die Batterien hier hin. Die Energiezellen, die brauchen so viel Platz im Inventar. Wer geht zuerst? Mit dem Kopf durch die Wand, ja. Wo ist er? Okay. Nein, jetzt geht das nicht ins Inventar. Ich krieg so die Krise. Alles cool, alles ist da, Fabi. Nee. Nein. Es fehlen noch die Computer, würde ich sagen. Ja. Die hole ich nämlich gerade. So.
Jetzt stellen wir die hier noch teilen mit Fraktion und stellen die in den Auflademodus. Mit Fraktion teilen, aufladen, okay. Gut. Und dann würde ich sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge. Und ich werde jetzt hier offscreen noch den da zerlegen, da hinten. Während ich drauf warte, dass die Batterien hier aufladen. Ventor spielt mit der Tür rum. Würde ich nie tun. Hallo. Oh. Keine Pizza, danke. Jetzt habe ich auch endlich Munition für das Ding. Ich habe keine Waffe mehr. Ich habe sie reingepackt. So, so. Schleifmaschinenangriff. Oh, erstmal Tür aufmachen. Schlechte Idee, Tür aufzumachen. Ich habe Angst davor, die Tür aufzumachen. Hab ich erwischt? Ja, ne? Nee, ja, doch ein bisschen. Oh. Okay, wir hören auf. Wir wollen nicht sterben. Nein, wollen wir nicht. Ich hab dich aber auch erwischt, oder? Ja, du hast mich auch erwischt. Okay, also... Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi. Und Mentor, tschüss.